So, der heutige Shiur ist gewidmet für Refua Shlema Or Bat Flora. Refua Shlema, Rifat Nefesh Bat Aguf. Sie bemüht sich sehr für diesen Shiur, diesen und den Donnerstag-Shiur soll die Zchut HaTorah ihr helfen und sie soll schnell wieder gesund sein. Parashat, die wir letzte Woche gelesen haben, Parashat Be'ha'alotecha. Be'alotecha, es gibt viele wichtige Themen in dieser Parashat. Ich werde nur einige berühren und einige da ansprechen. Und zwar, die Parashat beginnt bei der Ber Hashem el Moshe. דבר אל אהרון בעלותך את הנרות יאירו שבעת הנרות וכו'. בעלותך את הנרות übersetzt, wenn du die Kerzen aufheben sollst, erheben sollst, also anzünden. Wenn du die Kerzen anzündest, dann sollen alle Kerzen gegenüber die mittlere Kerze sollen sie schauen. Da geht es über die Kerze, der Menorah, die wir anzünden im Bet HaMikdash, im Tempel müssen. Be'alotecha, wenn du sie anzünden wirst. Was ist das Be'alotecha? Warum ist das nicht so bei Angeboten? Ein Gebot, du sollst die Kerzen anzünden, du sollst dies und jenes machen. Da steht geschrieben, wenn du sie anzünden wirst. Lernen unsere Weisen darüber, davon, dass Hadlaka Besar Kshera. Das heißt, die Menorah, die Leuchte im Bet HaMikdash im Tempel, sie darf auch von einem Fremden, darf sie auch angezündet werden. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein der Kohen, der sie anzündet, sondern auch ein Fremder, ein Israel, ein Levi, darf sie anzünden. Ja, aber ein Fremder darf nicht in den Tempel rein. Dort, wo die Leuchte ist, darf ein Fremder nicht rein. Deswegen sagen unsere Weisen, dass der Kohen, er bereitet die Kerzen vor. Das nennt man Hatavat HaNerot. Und dies darf nur der Kohen machen. Die Vorbereitung der Kerzen. Das heißt, das Öl eingießen, nachher die Dochte, alles vorbereiten. Das Ganze darf nur der Kohen machen. Hatavat HaNerot. Der Kohen, der Priester, er tut vorbereiten, hat er Vata Merot, tut die Kerzen vorbereiten. Theoretisch kann die Leuchte vorbereitet rausbringen außerhalb des Tempels. Ein Israeli kann das dann anzünden, er hat die Mitzwa erfüllt und er kann nachher das wieder reinbringen. Das heißt, ein merkwürdiges Gebot, das uns sagt, die Vorbereitungen der Kerzen, die dürfen nur von einem Kohen gemacht werden. Aber das Anzünden darf jeder machen. Irgendwie unlogisch. Die Hauptmitzwa, also die Haupttat, das Hauptgebot ist ja das Anzünden der Kerzen. Und da sagt dir die Torah, ja, das Anzünden, das kann jeder machen. Aber das Schlimme ist, sie vorzubereiten, und das ist so hochwertig, das darf nicht jeder tun. Das sind nur die Kohanim. Wie kann man das verstehen? Da lernen wir jetzt zwischen den Zeilen in der Torah, lernen wir da etwas sehr, sehr Wichtiges, ein Fundament. Und zwar, manchmal ist die Vorbereitung für eine Mitzwa sogar noch wichtiger als die Mitzwa selbst. Vorbereitung, nicht die Mitzwa. Ich bereite mich fort für die Mitzwa. Das ist manchmal sogar noch mehr als die Mitzwa selbst. Zum Beispiel die Chassidim, im Namen von Baal Shem Tov, sag mal. Mikwe, dass die Männer in der Früh, bevor sie beten gehen, in die Mikwe gehen, in das Tauchbad. Ist keine Mitzwa. Steht nirgends geschrieben in den Gebotsbüchern, dass ein Mann vor dem Gebet in die Mikwe gehen soll. Aber sagen die Chassidim, Mikwe ist zwar keine Mitzwa, aber das, was die Mikwe dir macht, das, was du später fühlst nach der Mikwe, kann dir keine Mitzwa machen. Das heißt, Mikwe ist keine Mitzwa, es ist eine Vorbereitung für das Gebet. Aber was das dir bringt, ist noch viel mehr, als was die Mitzwa dir bringt.
Wichtig ist die Vorbereitung. Manchmal Leute springen rein sofort in das Gebet. Springen rein, in irgendein Gebot zu erfüllen. Nein, bereite dich einmal vor für dieses Gebot. Bereite dich vor für das Gebet. Nicht einfach so, ja, Hauptsache ich habe das gemacht. Talmud Menachot, Seite 30, steht geschrieben, Amar Rabbi Joshua Baraba Amaram, Kol alokeach sefer Torah min ashuk, keilu chotef mitzvah min ashuk. Sagt der Rabbi Joshua, jeder, wenn jemand eine Torahrolle vom Markt kauft, ist es so, als ob er jetzt irgendeine Mitzvah geschnappt hat. Chotef Mitzvah min ashuk. Das heißt, du gehst jetzt in den Supermarkt. Wie viel kostet eine Torahrolle? Also 29,90. Okay, gib mir bitte, ich will eins kaufen. Wenn jemand eine Torahrolle kauft am Markt, so ist es so, als ob er eine Mitzvah geschnappt hat. Ist nicht wertvoll. Eine Mitzvah tut man nicht so. Du gehst hin, ja, wie viel kostet das? Da, nimm das Geld, gib mir die Mitzvah. Nein. Sondern, sagt die Gemara, wenn du aber selbst die Torahrolle mit deiner Hand geschrieben hast, über eine Arbeit, wenn du sie aber selbst geschrieben hast, es ist so, als ob du diese Torahrolle vom Berg Sinai jetzt gerade bekommen hast. Das heißt, eine Torahrolle einfach so zu kaufen, ist nicht billig übrigens. Ja. Eine Torahrolle einfach so zu kaufen, ist, als ob du jetzt irgendeine Mitzvah geschnappt hast. Das ist so das wertlos. Aber wenn du das selber schreibst, als ob du das vom Berg Sinai bekommen hast. Wie aber nicht jeder kann eine Torahrolle schreiben. Und man muss sehr, sehr viel, sehr lange studieren. Und auch diejenigen, die es gelernt und studiert haben, nicht immer haben sie die perfekte, schöne Handschrift. Und manchmal da Komplikationen, wie ist es koscher, dieser Buchstabe, ist es nicht koscher? Kurz gesagt, nicht einfach. Nicht jeder kann das machen. Sagt aber dann weiter, Amarav, im Igiabu afilu otachat, wenn er aber dort nur einen Buchstaben kontrolliert hat, es ist so, als ob er es selber geschrieben hat. Das heißt, wenn eine Torahrolle fertig geschrieben wird, so tut man eine große Veranstaltung und die letzten Buchstaben, da verkauft man diese letzten Buchstaben, um sie zu schreiben. Und man gibt jedem die Ehre, einen Teil von diesen Buchstaben aufzufüllen. Warum? Es ist Ketabo. Als ob du jetzt diese ganze Torahrolle geschrieben hast. Obwohl da steht geschrieben, nicht, dass du geschrieben hast, einen Buchstaben, steht geschrieben, Higio, afilu Higia Otachat, Higia bedeutet, er hat kontrolliert einen Buchstaben. Das heißt, wenn du eine Torahrolle kaufen gehst, wenn du es einfach so machst, als ob du jetzt irgendwo eine Wurstsemmel kaufst, wie viel kostet das? 29,90, gib her. Dann ist es so, als ob du eine Mitzvah geschnappt hast, aber wenn du dich vorbereitest. Und zwar, du kannst nicht schreiben. Du gehst hin und fragst, Moment, wer ist da der beste Schreiber? Wo gibt es das Beste? Und du schaust und kontrollierst die Schrift. Holst Rabbiner, ist diese Schrift in Ordnung oder ist diese besser? Und was ist noch schöner? Das oder so? Aha, du bemühst dich, du bereitest dich vor für die Mitzvah. Oh, das hat einen anderen Wert. Das heißt, wir lernen da, du musst dich für eine Mitzvah immer für eine Mitzvah musst du dich vorbereiten. Nicht einfach so in die Mitzvah reinkommen oder sie kommen lassen. Du musst dich vorbereiten für die Mitzvah. Gibt noch einen Abschnitt im Talmud, Tubot, Seite 103. Dort steht geschrieben über Rabbi Chiya. Gdolim Maase Chiya. Rabbi Chiya. Man bewundert seine Taten. Denn wenn nicht er, wäre die Torah schon längst vergessen. Man bewundert die Taten von Rabbi Chiya. Was waren die Taten von Rabbi Chiya? Rabbi Chiya, er hat Leinen eingesät. Samen von Leinen hat er sie in die Erde eingesät, begossen, eingepflanzt, nachher hat er sie geerntet. Aus diesen Leinen hat er
Schnüre gemacht aus diesen Schnüren, Seile, aus den Seilen hat er gemacht Netze, und mit diesen Netzen hat er gefangen Hirsche. Diese Hirsche hat er genommen, sie geschlachtet, ihr Fleisch verteilt an armen Menschen. Und auf ihrem Leder hat er geschrieben die 5 Bücher, Hamishachum Shetora, und die 6 Sidre Mishnah hat aufgeschrieben und ist mit ihm gegangen von einer Stadt zur anderen. Die hat er gelassen, Bereshit. Hat gesagt, er hat sie beigebracht, Bereshit. Dort hat er gelassen, Shmot, Vaikra, Dvarim und Shishat Sidre Mishnah. Du hast es fertig gelernt, jetzt bring du denen weiter und du bring denen weiter. So hat er gemacht, dass die Torah verbreitet wird und nicht vergessen wird. Und da stellt sich wiederum die Frage, Rabbi Chia, so viel Zeit verschwendest du, tut Leinen einsam einsehen und Leinen nachher macht er von Seile, fängt Reh und dann Hirsche fängt und auf dem Leder schreibt er, warum das Ganze? Geh, kauf dir Leder, schreib oder kauf dir schon fertig und schreib. Nein, nein, nein. Die Vorbereitung von Anfang an. Das heißt, sogar noch von dem ganz Anfang will er alles richtig vorbereitet haben. Deswegen, Dolima sagt, ja, vorbereitet hat er sich für die Mitzwa. Nicht sagt, okay, jetzt kann ich es machen, die Mitzwa ist gekommen, ich muss jetzt machen. Nein, nein. Du musst dich für jede Mitzwa richtig vorbereiten und erst dann beginnen mit der Mitzwa. Oder im Talmud steht geschrieben, Menachot Seite 7. Dort steht geschrieben über Avivi, er hat gelernt bei Rav Chasda. Ganze Masechet Menachot, den ganzen Traktat Menachot hat er gelernt bei Rav Chasda. Und dann fragt der Talmud, Avivi hat gelernt bei Rav Chasda? Ja, das heißt also, als ob Rav Chasda sein Lehrer war. Sagt, wie? Rav Chasda selber hat einmal gesagt, oh, ich, wie viele Schläge habe ich bekommen von Avivi, bis ich eine Lehre gelernt habe. Eine Schläge bekommt normalerweise der Schüler vom Lehrer, nicht der Lehrer vom Schüler. Heute kann es umgekehrt sein, aber normalerweise der Schüler bekommt vom Lehrer die Schläge. Das heißt, wie steht da geschrieben, dass Avivi gelernt hat von Rav Chasda? Sagt er, in Wirklichkeit, Avivi, er hat diesen einen Traktat, Masechet Menachot, hat Avivi vergessen. Und deswegen ist er gegangen zu seinem Schüler, zu Rav Chasda, und hat bei Rav Chasda gelernt, diese ganzen Traktat Masechet Menachot. Fragen nachher, aber Rav Chasda, das ist doch der Schüler von Avivi, das ist ein Schüler. Du kannst als Lehrer, als Rabbiner, kannst du ihm sagen, du bitte, komm bitte zu mir, ich will, dass du mir beibringst, das, was ich vergessen habe. Sagt der Talmud, er hat es nicht gemacht, wieso? Achi istaya milta. So kann ich nur besser gelingen, wenn ich mich bemühe. Wenn ich einfach sitze und chill und Fuß auf Fuß lege, Zigarette im Mund und sage, okay, bring mir jetzt alles bei, kannst du nicht lernen. Ja, soll der Rav zu mir kommen. Heute ist es sowieso. Schaust du auf YouTube und der Rav kommt zu dir nach Hause. Manche sagen, wo der Rav, warum soll ich zum Schuh kommen? Ich kann dieselben Schurim, die werden sowieso nachher hochgeladen und ich kann sie nachher bei mir im Salon, ich kann da sitzen und genießen vom Schur, anstatt zu kommen und lauter Chicos dort, sitze ich lieber zu Hause. Nein, genau das ist der Punkt. Du musst wissen, wenn du hingehst selber zum Schur, dort gibt es das Gelingen. Du musst dich bemühen für etwas. Ja, du musst von dir selbst diese Vorbereitung, diese Mühe, das musst du tun. Steht über Rav Chaim Volozhin, die Geschichte habe ich schon einmal erzählt. Rav Chaim Volozhin, er hat gegründet die größte, man nennt es die Mutter aller Yeshivot. Rav Chaim Volozhin hat dort eine Yeshiva gegründet, dort, wo man 24 Stunden lang durchgehend gelernt hat. Es waren drei Gruppen und jede Gruppe war für 9 Stunden. Und immer eine Stunde war dazwischen und so, dass es 24 Stunden lang durchgehend nonstop Torah gelernt wurde in seiner Yeshiva. Ein anderer Freund von ihm, der mit ihm selber aufgewachsen ist,
und der auch eine Yeshiva gegründet hat, hat ihn gefragt, du, wir waren gemeinsam beim selben Lehrer. Wir haben gemeinsam dasselbe Ziel gehabt. Wir beide haben gemeinsam Yeshivot gegründet. Wieso deine Yeshiva hat so ein starkes Gelingen? Und tausende von Schülern hast du. Und bei mir auch eine Yeshiva, aber nicht so besonders. Sagt er ihm jetzt, sag mal du, als du die Yeshiva gegründet hast, als du den ersten Stein gelegt hast, Eben Apina, was hast du da gemacht? Was wir gemacht haben, wir haben einen Tisch aufgedeckt, drei Schafe geschlachtet, weil Polovoho, das, was da war, so eine große Feier gemacht. Bürgermeister ist gekommen, Präsident war dort anwesend. Sehr gut. Weißt du, was wir gemacht haben bei der Gründung der Yeshiva? Wir haben Yom Ta'anit gemacht, Fasttag. Wir haben gefastet und geweint und gebetet an Gott. Gott, bitte lass diese Yeshiva gelingen, dass von dort gute Schüler rauskommen. Und aus unseren Tränen haben wir den, nicht Gips, sondern wie sagt man, Beton. Beton oder Gips, haben wir das mit unseren Tränen verwischt. Kein Wunder, dass aus dieser Yeshiva nachher, man nennt das Emma Yeshivot, die Mutter von allen Yeshivot. Bei so einer Vorbereitung, bei so, sicher kommt nachher so eine riesengroße Yeshiva. Oder steht geschrieben auch, Menorah, die Leuchte, sie war im Beit HaMikdash Menorah Badarom. Sie war am Süden. Warum? Mishumshe kol ha-madrim machkim. Harotze lachkim yadrim. Jemand, der weise werden will, soll südlich sein. Was ist südlich? Man erklärt, dass du beim Gebet, wenn du betest, du musst ein bisschen dich neigen zum Süden. Das ist ein Zeichen für die Weisheit. Und dann sagt der Talmud, überall, kol makom shata motze shemen zayit, shamata motze chochma. Überall, wo du siehst, Olivenöl, dort, wo es Olivenöl gibt, dort gibt es Weisheit. Und auch da, warum? Ausgerechnet Olivenöl. Was ist so? Oliven, wenn du isst die Oliven, das bringt dich zum Vergessen. Aber Olivenöl bringt dich zum Gedächtnis. Das heißt, wenn du jemand Vergesslicher bist, ist gut, dass du jeden Tag einen Löffel Olivenöl zu dir einnimmst. Dann wirst du ein gutes Gedächtnis haben. Oder wenn du zu viel Blödsinn im Kopf hast, dass du vergessen willst, dann isst Oliven, dann kannst du es loswerden, das, was du loswerden musst. Jetzt. Warum bei Olivenöl? Weil wie wird dieses Olivenöl erzeugt? Du musst die Oliven nehmen und diese Oliven pressen und nochmal pressen und hauen. Und genau das, dieses Pressen. Diese Vorbereitungen, von den Vorbereitungen, von das, was du investierst, dann von dem kommt, sieht die Mitzwa ganz anders aus. Und deswegen, die Vorbereitung für die Leuchte, für die Menorah, die kann nur der Kohen machen, die ist sowas von Wertvolles, die Vorbereitung der Mitzwa. Die Mitzwa selbst ist auch wertvoll, aber Mitzwa, Adlakat HaNerot, Besarg Sherat. Das Anzünden kann auch ein Fremder machen. Bealotcha, wenn du sie anzündest, dann. Wenn du nicht willst, kann es auch machen in Israel. Aber die Vorbereitung, die muss von dir selber kommen. Dann steht geschrieben, dass und Aaron hat es so gemacht, wie Gott es ihm befohlen hat. Und Aaron, er sollte alle Leviim sollte nehmen und sie aufheben. Hanafa, kurze Aufheben und 22.000 Leviim, eins nach dem anderen, an einem Tag. Und ich habe geschrieben, ואחריכן יבואו הלוויים לעבוד את עול מועד ותיארת אותם והנפת אותם תנופה דו זול סי אוף דו זול סי אהם ידן אינסלם ויעש משה ואהרון וכל עדת בני ישראל ללוויים ככל אשר ציווה השם את משה ללוויים כן עשו להם בני ישראל דס אייסט אל דס וסקות גזקת עלי המספיל ונד זו Es wurden auch die Leviim nachher heilig. Warum? Sagen unsere Weisen, wenn auch nur einer von den Leviim es nicht getan hätte, was normalerweise bei so einer Menge immer üblich ist, man versucht irgendwas zu veranstalten, wo alle zusammen sein müssen,
Immer gibt es einen Chico, der sagt, nein, ich kann heute nicht, nein, ich muss heute das, ha, sowieso, wenn ich nicht komme, wird es eh keiner merken und so weiter. Da 22.000 Levim, sagt Gott, heute an diesem Tag müssen alle aufgehoben werden. Niemand hat geweigert und alle sind gekommen an dem Tag. Und alle haben das gemacht, wie Gott geschrieben hat. Wenn einer nur sich geweigert hätte, so wären die Levim nicht heilig. Warum? Wenn einer nicht, ich hätte mir gedacht, wenn einer nicht gekommen wäre, so wären alle heilig, außer der eine. Sagen sie also, nein, nein. Auch wenn einer es verhindert hätte, einer wäre nicht gekommen, so wären alle nicht mehr heilig. Und warum? Es hat überhaupt keinen Vergleich. Eine Mitzwa, die jeder Einzelne macht, oder eine Mitzwa, die in einer Gemeinschaft gemacht wird, kann man überhaupt nicht vergleichen. Eine Mitzwa, die du alleine machst, hat einen hohen Wert, ist perfekt, ist sehr gut. Aber eine Mitzwa, die in der Gemeinschaft gemacht wird, mehrere Leute gleichzeitig, das unvorstellbar, wie groß das ist und was für ein Unterschied zwischen den beiden ist. Dasselbe auch deswegen gilt es auch zum Beispiel jetzt bei einem Schuh. Bei einem Schuh, wenn jetzt da zum Beispiel 30, 40 Leute kommen zum Schuh, was macht das jetzt? Eine Menge normalerweise tut normalerweise die anderen auch locken. Schau, so viele Leute sind dort, ich will auch einer von denen sein. Ich will auch kommen. War in Israel, in der Zeit von Chazonisch noch, da gab es Wahlen in Israel zwischen den Parteien, die frommen, religiösen Parteien und die anderen Parteien. Da war der Chazonisch, er war jemand, der sehr, sehr gläubig war, ein sehr großer Tzaddik, aber er hat gesagt, man muss unbedingt alles tun, damit alle Frommen gemeinsam wählen gehen. Man hat ihn gefragt, wo der Rabbi, wieso? Sie sind ja normalerweise jemand, der nicht so besonders von dem nichtgläubigen Staat haltet. Warum sagen Sie, dass alle wählen gehen sollen? Sagt er, weil das, wenn es viele gemeinsam sind, ist es eine große Menge, und dann, wenn Leute sehen, dass eine große Menge etwas verlangt, eine große Menge irgendeinen Weg geht, es sind nicht zwei, drei Außenseiter, die etwas bestimmt haben. Es ist eine große Menge, die etwas macht. Es schaut nachher ganz anders aus. Und das sieht man heute. Damals, Leute haben sich geschämt. Chazara b'tshuva, die haben versteckt ihre Kippa. Bracha, so gesagt, dass sie niemand sieht, niemand hört. Peinlich, man wird sagen, ich bin verrückt geworden, ich bin Fanatiker geworden. Heute, Baruch Hashem, du siehst überall, es ist ihm geworden, man sieht eine große Menge. Chazara b'tshuva. Und das heißt heute, es ist nicht mehr peinlich für jemanden, sagen, ich habe den richtigen Weg gefunden. Warum? Eine große Menge, du siehst, eine große Menge geht diesen Weg. Es ist schon so offensichtlich, überall, du siehst Leute mit Kippot, überall, du siehst Leute, gehen zu Shiurim. Damals, wohin gehst du? Was soll ich jetzt sagen, ich gehe zum Shiur? Nein, ich habe eine Verabredung, ich habe einen Termin, ich muss dorthin gehen. Aber was sollen die Leute denken, was ich gehe zum Shiur? Heute, Gott sei Dank, Leute schämen sich zu sagen, ich habe keinen Schuh. Nein, nein, ich gehe dort, manchmal frage ich, warum kommst du nicht zum Schuh? Nein, nein, ich gehe dort, wo gehst du hin? Einen anderen, aber welchen? Einen anderen Schuh. Er weiß selber nicht, wo er hingeht, aber es ist ihm peinlich zu sagen, dass er nicht zum Schuh geht. Es ist heute so, Baruch Hashem, Ishtabach Shem Olam. Warum? Die Menge tut es, und deswegen, wenn zum Beispiel jetzt heute, nehmen wir heute, jemand ist gekommen zu diesem Schuh, kommt rein und er sieht, wow, schau dir das an, so eine große Menge, Jugendliche, und es sind keine verrückten Leute, ich kenne diese Leute, wir sind da zusammen, das sind Leute, die einen Kopf auf den Schultern haben, und die kommen zum Schuh, das ist, wenn die kommen, werde ich auch kommen. Und jetzt dieser Gast, der einmal jetzt zufällig da war, nimmt auf sich jetzt, mehrere Male zum Schuh zu kommen. Er kommt mehrere Male zum Schuh. Vielleicht bringt auch er nach einen anderen Freund. Er verändert sein Leben. Wird ein besserer Mensch. Er schaut nachher auf das Leben mit anderen Augen. Und wer bekommt diesen Lohn dafür? Für das, dass er jetzt so viele Mitzvot machen wird nachher? Nicht nur der Rab,
sondern jeder Einzelne, der gekommen ist und mitgesessen ist. Jeder Einzelne ist ein Teil von der großen Menge, die den einen dazu gebracht haben, später nochmals zu Schurim zu kommen, später mit den Schurim, sicher, mehrere Mitzvot zu machen, mehrere gute Taten, mehr Torah zu lernen und ein besserer Mensch zu werden. Und wem hat man das Ganze zu verdanken? Nicht nur den Rabbiner, sondern jeden Einzelnen. Das heißt, jeder Einzelne von einer großen Menge hat eine Verantwortung für die anderen. Das heißt, wenn morgen einer von denen, die jetzt sitzen, irgendeine gute Mitzwa macht, wegen dem Schul, das er gehört hat, oder ein bisschen mehr Torah lernt, und wir haben schon gelernt, wie hoch die Belohnung für die Torah ist. Mal 613, mal. Jeder Einzelne, der hier im Schiur war, wird dafür belohnt, für den, dass irgendeiner nachher irgendwas Gutes gemacht hat. Wieso? Weil du bist ein Teil von der großen Menge. Du bist ein Teil von denen, die ihn dazu gebracht haben, zum Schiur zu kommen. Aber umgekehrt, wenn du jetzt zum Schiur kommst und machst dort lauter Blödsinn, träumst oder machst irgendeinen Blödsinn. Oder wenn du einmal kommst nicht. Dann der andere wird sich denken, Moment, schau, der war ja auch gestern nicht da. Na, dann komme ich heute auch nicht. Oder der andere wird sagen, naja, aber schau, er hat ja auch eine dringende SMS geschickt. Für mich ist es noch dringender. Und jeder wird nachher sehen. Und genau so nachher wird es immer weniger. Und wer ist schuld daran? Dann wiederum jedes Mal derjenige, der die anderen davon abgekühlt hat. Deswegen, man muss wissen, bei einer Menge, einer Gemeinschaft, die Mitzvot, die in einer Gemeinschaft gemacht werden, umso mehr die Torah, die in einer Gemeinschaft gemacht wird, hat einen viel, viel höheren Wert. Für jeden Einzelnen ist die Belohnung nachher viel, viel größer. Und wenn irgendeiner nachher davon profitiert, davon irgendeine Mitzvah etwas Besseres macht, jeder Einzelne von der großen Menge, der da war, wird nachher dafür belohnt. Das heißt, du kannst nach 120 in den Himmel kommen, man wird dir zeigen, plötzlich so viele Mitzvot. Moment, aber ich habe die ja gar nicht gemacht. So viele Torah. Aber du warst einmal bei einer großen Menge, wo ein Schiur war, warst du dabei und eine Person hat gesehen, wow, so viele Leute, oder heute muss diese Person gar nicht kommen. Manchmal macht man Fotos und man stellt nachher in Facebook und so weiter. Und man sieht, im Foto sieht er schon, der war ja auch dort. Wow, wenn er dabei war, ich muss auch hinkommen. Oh, Gewalt! Deswegen, ihr müsst wissen, jeder von uns hat eine große Verantwortung. Machen wir weiter. Dann, wir überspringen jetzt zum Ende der Parasha und dort will ich einen Punkt ansprechen, einen sehr wichtigen Punkt. Ich hoffe, die Zeit geht sich aus. Bezat Hashem. Bevor wir zu diesem Punkt kommen, gehen wir schrittweise dorthin. Es wird geschrieben, Ve'asafsuf asher bekirbo hit'avu ta'ava. Am Israel in der Wüste fehlt ihnen nichts. Kleidung wechselt ihnen mit. Essen, Mann, jeden Geschmack, den du im Mund haben willst. Du brauchst dir nur vorstellen und es schmelzt in deinem Mund genau dieser Geschmack. Du brauchst nicht hart arbeiten, gehst vor der Tür, findest den Mann, oder wenn du nicht so brav bist, musst du ein bisschen weiter hingehen, aber du findest den Mann, bringst es nach Hause, genau für jeden Kopf, so viel er braucht. Keine Sorgen, kannst essen, genießt es, den Geschmack, alles was du haben willst. Denk nur darüber nach und du hast es in deinem Mund. Trotzdem, undankbar. Was soll das sein? Zacharno hat damals seine Fische gegessen, haben wir Zwiebel gegessen, Knoblauch. Jetzt nur Mann, wir wollen was anderes haben. Geht schon noch. Warum? Warum sich beschweren? Du bekommst das Beste vom Besten. Warum sich beschweren? Wie kann man sich dabei beschweren? Stellt euch einmal vor, euer Urgroßvater kommt jetzt daher. Und wir sagen, weißt du, lieber Urgroßvater, bei uns ist es so, wenn wir durstig sind, und ich bin gerade durstig, dann gehen wir zum Wasserhahn. Es ist verbunden am
an der Wand, wir drehen dort und es kommt frisches Wasser raus. Na, geht nicht. Wie kommt frisches Wasser raus? Wo ist der Wasserschöpfer, der Brunnen? Man muss gehen, mit dem Kübel rausziehen. Nein, nein, nein. Ihr habt sicher vorher mit dem Kübel rausgezogen und habt es zu Hause. Nein, nein, nein. Ohne Kübel, ohne gar nichts. Du machst auf und so viel du willst, kannst du Wasser trinken. Na, du machst Scherze. Nein, wirklich. Ah, noch etwas. Wenn du in die andere Richtung drehst, das Rote, wenn du dort, da kommt heißes Wasser. Heißes Wasser. Aber wie? Man muss Holz schneiden und dann anzünden, Feuer. Ohne Feuer. Heißes Wasser, kaltes Wasser, lauwarmes Wasser, wie du willst. In einer Sekunde ist es zu Hause. Psch, wirklich? Oder? Ja, wirklich. Ah, und noch etwas. Um die Wäsche zu waschen, du musst nicht mehr in den Fluss gehen. Es gibt eine Waschmaschine, du gibst alles hinein, drückst auf den Knopf, kochen, bumm, bumm und so weiter, drückst auf einen Knopf und kommt nachher reine Wäsche raus. Nirgends. Mach keine Witze, nur. Na, nicht nur das, es gibt einen Knopf, du drückst und es trocknet auch gleichzeitig die Wäsche. Dann nur bloß, du machst nur, es gibt's nicht. Nein, 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 das stimmt. Außerdem, du musst gar nicht um Licht, brauchst du nicht jetzt zwei Steine nehmen und so schlagen, sondern du drückst auf den Knopf und es ist Licht. Das ist vielleicht in Gan Eden, es gibt's nicht, dass sowas. Und was gibt es noch bei uns in der Technologie? Ja, Heizung und kurz gesagt, Handys reden wir lieber gar nicht darüber. Ja. Kurz gesagt, du erzählst ihm über all das, was wir haben. Dein Opa, er wird schon schweben vor lauter Freude. So ein Genuss habt ihr im Leben? Und stell dir mal vor, diesen Urgroßvater, sagst du am Ende noch einen Satz. Aber weißt du, es gibt manche Leute, die sind unglücklich. Was? Unglücklich? Mit all dem, was ihr habt? Unglücklich? Wie kann es sein? Ihr lebt im Paradies, ihr habt alles, was ihr wollt. Und ihr seid so unglücklich? Das, was ich jetzt gesagt habe, das ist noch null gegenüber dem, was in der Wüste war. In der Wüste, die haben gehabt alles. Die müssen gar nicht einschalten, ausschalten, waschen müssen sie nicht. Die Kleidung war schon gewaschen. Trotzdem waren sie unglücklich. Und das hat Gott gestört. Gott hat sich geärgert darüber. Und Moshe Rabbeinu auch. Moshe sieht, dass die Situation momentan ein bisschen kompliziert wird. Deswegen sagt Moshe Rabbeinu, mehr ein lieber Sa-. Und die wollten Fleisch. Gib uns Fleisch. Wir wollen. Das war immer nur Mann. Sagt Moshe Rabbeinu Gott, mehr ein lieber Sa-. Latet lechol ha-am azeh. Von wo soll ich Fleisch bringen für das ganze Volk? Er sagt, ich kann nicht alleine, lieber Gott, es ist zu viel für mich. Ich bin eine Person und ich muss, dass dieses große Volk muss ich auf meine Schulter tragen. Geht nicht. Sagt Gott zu Moshe Rabbeinu, du hast recht. Schau dir das an, normalerweise jeder Präsident, jeder Bürgermeister, er versucht immer normalerweise alles auf sich zu nehmen. Alles gehört mir. Ich bin der Herrscher über alles. Da Moshe Rabbeinu, bring mir noch jemand anderen, nimm, gibt es noch jemanden, gibt es jemand anderen. Sagt Gott zu Moshe Rabbeinu, Moshe, es fallen 70 Ish Mesiknei Israel. Gib mir 70 Leute von den Ältesten von Am Israel und die sollen nachher deine rechte Hand sein. Okay, 70 Leute, wie mache ich 70 Leute? Wir haben 12 Stämme. Sagt Moshe Rabbeinu, 12, das heißt, wenn ich jetzt 5 von jedem nehme, dann haben wir 60. Wenn ich 6 von jedem Stamm nehme, haben wir 72. Aber Gott hat 70 gesagt. Was machen wir? Und keiner wird darauf verzichten, dass aus meinem Stamm weniger sein sollen. Hat Moshe Rabbeinu gesagt, ich werde eine Verlosung machen. Ich werde 72 Blätter werde ich nehmen. Auf 70 werde ich schreiben, Zaken, Alter, und, oder auf Deutsch, Euler. Und auf zwei werden frei bleiben. Und diejenigen, die den Freien los haben, das heißt, Gott hat euch nicht auserwählt, sondern nur diese 70. Oh je. Es sind 2 Leute, sind übrig geblieben im Lager. Die sind eigentlich überhaupt nicht weggegangen zur Verlosung. Das waren Eldad und Medan.
Eldad und Medad. Und die haben gesagt, wir sollen diejenigen sein, die Gott auserwählt hat. Sicher nicht. Lass, bleiben wir lieber da im Lager, gehen wir nicht hin. Aber, ihr los, also sie waren von denen, wo Gott bestimmt hat, dass sie doch die Propheten sein sollen. Also diese 70 Leute, die sollten Propheten sein. Wie Moshe Rabbeinu, seine rechte Hand. Sie sind im Lager übrig geblieben und sie bekommen jetzt eine Prophezeiung und beginnen diese Prophezeiung zu sprechen. Aber da haben sie einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar diese Prophezeiung, es war eine private Prophezeiung nur für sie, die sie nicht weiter sagen durften. Eine private Prophezeiung für sie. Was war diese Prophezeiung? Sie haben gesagt, Moshe met Joshua machnis. Das heißt, sie sagen, Moshe Rabbeinu, er wird noch in der Wüste sterben und er wird nicht das Volk nach Israel bringen, sondern sein Schüler Joshua, auch nicht sein Sohn, sein Schüler Joshua, er wird das Volk nach Eretz Israel reinbringen. Und die zwei sind dort im Lager und sprechen diese Prophezeiung aus. Sagt der Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azulay, dazwischen kurz, ja. Er sagt, wer waren diese zwei Eldad und Medad? Gibt eine Geschichte im Talmud. Jetzt, sie wurden bestraft. Diese zwei Eldad und Medad, sie wurden, weil sie eine Prophezeiung ausgesprochen haben, die sie nicht sprechen durften, das heißt, sie haben etwas gesagt, was sie nicht sagen durften, sind sie wiedergekommen auf diese Welt. Gilgul wiedergekommen und haben nach einer Strafe bekommen. Wer waren das? Sagt der Chida, es gibt im Talmud, Chagiga Seite 3, steht geschrieben, über Anu Tre Ilme. Es waren zwei Ilme. Ilme, das sind Taubstumme. Zwei Taubstumme. Da Wubeshmebutet der Rabbi, die waren in der Nachbarschaft von Rabbi. Benebrat der Rabbi Yochanan Gulgeda, das waren die Neffen von Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Und die Taubstumm, die sind gekommen zum Shiur von Rabbi und jedes Mal der Rav redet und sie machen so mit dem Kopf. Also die neigen ihren Kopf und der Rabbi hat gedacht, dass sie verstehen das. Aber in Wirklichkeit haben sie gar nichts verstanden, die haben nur so gemacht als so. Ja? Damit der Rav jetzt sich nicht schlecht fühlt. Ja, Rav redet und ich träume, oder Rav redet und ich tratsche mit jemand anderem, ist nicht schön. Deswegen, die beiden haben, obwohl sie nichts hören, ja, taubstumm, sie sind gesessen, und der Rav redet weiter und einmal der Rav hat sie gefragt, sagt, habt ihr was verstanden? Taubstumm, wir können nicht reden. Ah, so. Er hat für sie gebetet und sie wurden wieder, sie konnten hören und konnten reden. Und hat sich nachher herausgestellt, ganzen Talmud, Mishnah, Sifre, Midrashim, alles konnten sie auswendig, Warum? Die sind dort gesessen, ihre Seele hat davon alles mitbekommen. Jetzt, übrigens dazwischen, ja, es gab, ein Rabbiner ist nach Amerika gefahren, er wollte dort Spenden sammeln. Und er konnte schön reden, geht dorthin in Manhattan, große Synagoge, wollte dort eine Rede halten, aber er konnte nur Jiddisch. Er geht dorthin, 700 Leute in der Synagoge sitzen dort, alle Oligarchen, alle sitzen dort. Und er beginnt zu reden, jo, ich meine, ich weiß, und auf Jiddisch macht er die Vretora. Er wollte am Ende, kurz gesagt am Ende, er sieht einen Jungen, 16-Jährigen, er macht auch so. Er dachte, vielleicht ist er auch so, weil ich rede auf Jiddisch, ein Junge in Amerika, Jiddisch, geht nicht. Nun, nach dem Shiur, er kommt zu mir und sagt, Junge, verstehst du Jiddisch? Sagt er, nein. Er redet, ja, hast du verstanden, was ich gesagt habe? Sagt er, ich verstehe kein Jiddisch. Und weißt du, was ich wollte? Sagte, ja, ich weiß, sie wollen Geld. Sagte, du bist der Einzige, der verstanden, was ich gesagt habe.
Aber du bist, Rabbi ist gekommen und sagt, er will gehen. Ja? Jetzt, diese zwei Stummen, Ilme schreibt man Alef Lamed Mem Yud. Das sind die Anfangsbuchstaben von Eldad und Medad. Alef Lamed von Eldad, Mem Yud von Medad. Und das waren diese zwei Taubstummen, die wieder auf die Welt gekommen sind, um das, was sie damals gesprochen haben, was verboten war für sie, jetzt wieder gut zu machen. Schau, vier verbotene Wörter haben sie gesprochen. Euch, schaut, wie streng das Gericht oben ist. Vier verbotene Wörter haben sie gesprochen, die sind wiedergekommen und ihr ganzes Leben lang stumm konnten sie nicht reden. Wegen was? Wegen vier Wörter, um das wieder gut zu machen. Wow. Ja, und dann kommt sofort Gershom, der Sohn von Moshe Rabbeinu, kommt und sagt, ja, Moshe steht gerade mit Joshua, besprechen irgendwas, kommt sofort gerannt, Gershom sagt, Papa, schau, dort sind zwei, die prophezeien dort im Lager. Joshua regt sich auf, Adonim Moshe, Kelaim, was soll das sein? Wie können Sie so etwas sagen, Moshe, du wirst leben? Kurz gesagt jetzt, als diese zwei dort, Eldad und Medad, diese Prophezeiung gesprochen haben, dort war auch Miriam, die Schwester von Moshe Rabbeinu, und Zippora, die Frau von Moshe Rabbeinu. Sagt Zippora jetzt, eure Männer sind jetzt Propheten geworden. Oh, tut mir so leid, denn jetzt werden eure Männer nicht mehr mit euch leben können. Ihr werdet euch scheiden müssen. Wieso? Fragt jetzt Miriam, die Schwester von Moshe Rabbeinu, die auch eine Prophetin war. Sagt sie, ja, weil mein Mann, seitdem Gott mit ihm spricht, er hat sich von mir getrennt, weil Gott immer mit ihm redet und deswegen hat er sich von mir getrennt. Und dann, Miriam regt sich auf, was? Harak ben Moshe, die Berashem, was, nur mit Moshe redet Gott? Mit uns redet ja Gott auch und wir sind nicht getrennt von unserem Ehepartner. Und das hat Gott nicht gefallen. Wie könntet ihr reden über Moshe? Über den Gelehrten, über Moshe Rabbeinu, über Avdi Moshe? Meinen Knechten Moshe, wie könntet ihr über ihn so reden? Und jetzt eigentlich, das war jetzt die Einleitung zu dem, was ich heute reden wollte. Und die Tora schreibt, Ve'ha'ish Moshe anav mikol adam. Und Moshe ist der bescheidenste auf der ganzen Erde. Der bescheidenste auf der ganzen Erde. Was ist Bescheidenheit? Genau darüber wollte ich heute reden. Das war bis jetzt, ja, ich werde versuchen, jetzt zusammen zu quetschen, der übrigen Zeit, die uns übrig geblieben ist. Am Shabbat, zu der Shlishi, hat dort jemand eine Geschichte, Rabbi Abner hat dort eine Geschichte erzählt, eine sehr schöne Geschichte, die auch zu uns passt jetzt. Es gab in einem Dorf, gab es einen wunderbaren Rabbiner. Oh, der war wirklich perfekt. Er war ein guter Ehemann, ein guter Vater für seine Kinder, ein guter Lehrer. Ja, was war er noch gut? Also fast wie Rav Shamanov. Er war super, wirklich, er war von allen Punkten war er wirklich der Beste. Und er war auch bescheiden. Und eines Tages hat er gesagt, ich will jetzt einen Test machen und schauen, was denken meine Leute hier über mich? Alle kommen zu ihm hin, Quod Arab. Aber manchmal, er hat Bapel, er hat Balev. Eines ist im Herzen und das andere spricht man. Er wollte sehen, was denken die Leute über ihn? Wie kann er das machen? Er hat eine Show gemacht, als ob er gestorben ist. Und er hat gesagt, so und jetzt, da, wenn der Mensch stirbt, dann gibt es einen Sarg und Chevra Kadische, man kommt, Friedhof, und da wird jeder aufgerufen und man redet, er war so ein guter Mensch, er hat das gemacht und er war jenes und er war das. Und er hat so gemacht. Alle Leute, der Rav ist gestorben, Levaya, alle kommen dorthin zur Beerdigung, so wie, als ob Beerdigung. Er liegt jetzt im Sarg lebendig.
Und er hört zu, er war so ein guter Ehemann. Rede weiter. Und er war so ein guter Vater. Er hat solche schöne Divratora gesagt. Überall, ala Hakemoto, alles, was er gesagt hat, war perfekt. Und er war so, er war jenes. Und er liegt dort und genießt. Und das und jenes. Und jeder hat seine Rede gehalten. Bis. So, und jetzt. Yosef, Beseter, Elion. Beginnen mit der Leweia. Und plötzlich, er steht sofort auf von dem Sarg und schreit, Moment, stopp! Das Wichtigste habt ihr vergessen. Wo ist meine Bescheidenheit? Ich war ja auch bescheiden. Bescheiden. Das ist Bescheidenheit. Schreit raus. Ich war ja auch bescheiden. Anab, sagt euch, ich war auch bescheiden. Was genau ist Bescheidenheit? Wer ist Moshe Anav Mikol Adam? Über Moshe, womit wurde er gelobt? Was hat man gesagt? Und er ist, steht geschrieben im Midrash, Gdola Anava, groß ist die und wichtig ist diese Bescheidenheit, dass Moshe Rabbeinu von all seinen guten Eigenschaften wurde nur gelobt mit der Bescheidenheit. Er war reich, er war gescheit, er hatte alles gehabt, trotzdem, womit wurde er gelobt? Mit seiner Bescheidenheit. Chacham vechassid lo ne'emar, ela anav. Bescheiden hat man über ihn gesprochen. Gibt es im Talmud, Avodah Zarah, Seite 20, Rabbi Pinchas ben Yair, er gibt dort die Eigenschaften, wie man, eine Abstufung der Eigenschaften. Wie du zu Höhepunkt kommst zu Ruach HaKodesh. Torah, Mediali de Zehirut, Zehirut, Mediali de Zrizut, Zrizut, de Nekiut und so weiter. Von der Torah kommst du zum, dass du aufpasst über deine Taten, Zehirut, dann Nekiut, dass du nachher rein bist, dass du besser bist und, dass du nachher, das bringt dich zu dem, zu Bescheidenheit, zu Frommheit. Steht geschrieben am Ende. Kedushah, die Heiligkeit bringt dich zu Ruach HaKodesh, zum Heiligen Geist, und das bringt dich nachher zum, um fromm zu sein. Vachasidut gdola mikulam, und die Frommheit ist der Höhepunkt, das ist das Höchste. Aber dort gibt es eine zweite Meinung von jemandem, der sagt, nein, nicht die Frommheit ist das Höchste, sondern was anderes, und zwar die Bescheidenheit ist das Höchste. Wer war das? Das war Rabbi Joshua ben Levi. Rabbi Joshua ben Levi, wir haben schon einmal die Geschichte über ihn erzählt, wie die Zeit gekommen ist, dass er sterben muss, und der Todesengel kommt zu ihm und sagt ihm, du, die Zeit ist gekommen, komm, ruckzuck, wir müssen jetzt hinauf in den Himmel. Sagt er, ja, zeig mir den Platz in Gan Eden, wo ist mein Platz? Gib mir dein Schwert, und er hüpft hinein und sagt, ich schwöre, ich komme da nicht mehr raus. Und er ist einer von denen, die lebendig ins Paradies reingekommen sind. Rabbi Joshua ben Levi. Am Ende dort, ich mache das ein bisschen schnell. Am Ende, Rabbi Joshua ben Levi. Alle sagen dort, macht's Platz für Rabbi Joshua ben Levi, macht's Platz für Bar Levi. Bis nachher dort, Rabbi Shimon Bar Yochai vor ihm steht. Fragt ihm Rabbi Shimon Bar Yochai, du bist Bar Levi? Du bist Rabbi Joshua ben Levi? Sagt er, ja. Sagt ihm, war zu deiner Zeit, wo du gelebt hast, gab es den Regenbogen? Regenbogen ist ein Zeichen, dass Gott gerade wütend ist und die ganze Welt vernichten will, nur weil er geschworen hat, bei der Unflut, bei der Sintflut, dass er niemals wieder die Welt zerstören wird. Er schaut sich an den Regenbogen und macht es nicht. Aber, sagt ihm, wenn du ein Tzaddik bist, Rabbi Joshua ben Levi, dann musst du, es wäre genug, dass du in der Welt bist und dass Gott auf dich sieht, dass es Gott nachher beruhigt, dass er nicht die Welt zerstört. Das heißt, du musst die Kraft haben, die Macht, so ein Tzaddik zu sein, dass anstatt Gott auf den Regenbogen schaut, dass er auf dich schaut und damit beruhigt ist. Sagt er, ja, es gab zu meiner Zeit. Dann sagt er, wenn es so ist, dann bist du nicht Rabbi Joshua ben Levi und
wir haben nichts gesagt. Und geht weg. Aber in Wirklichkeit, sagt man, in Wirklichkeit gab es nicht den Regenbogen. Nur er von seiner Bescheidenheit hat es gesagt, als ob es so ist. Aber dann hat er gelungen. Ja, im Himmel hat er gesagt, nein, um Bescheidenheit zu zeigen. Er hat sich nicht wichtig gemacht damit. Ja. Es gibt einen Midrash, der erzählt über Rabbi Yosha ben Levi. Schau jetzt, was für ein bescheidener Mensch er war, als er gelebt hat. Die Sonne, die wird sein, so wie die Edelsteine. Es gab ein Schiff auf dem Meer, war ein Sturm und dieses Schiff wäre schon fast am Zusammenbrechen. Und dort gab es ein einziges jüdisches Kind, ein kleines Kind. Kommt Eliyahu Navi zu diesem Kind und sagt ihm: Ich werde jetzt dieses ganze Schiff retten unter einer Bedingung. Wenn du mir versprichst, dass du zu Rabbi Yosha ben Levi gehst und ihm zwei Edelsteine zeigen wirst. Sagt er, ich verspreche. Als er versprochen hat, sofort das Meer hat sich beruhigt und sie sind nachher glücklich angekommen. Er sagt ihm, aber Rabbi Yosha ben Levi, er ist Gdolador, er wird, ein kleiner Kind kommt jetzt zu dem größten Rabbiner. Wo hat er Zeit für mich? Sagt er, hab keine Angst. Er ist bescheiden und er wird zu dir kommen. Aber nur, zeig ihm nicht diese Edelsteine überall, sondern nimm ihn raus, 3 Kilometer außerhalb der Stadt und dort geh in eine Höhle, damit niemand sieht und dort zeig ihm diese Edelsteine. Okay, er geht dorthin. Kommt zu Rabbi Yosha ben Levi in seine Yeshiva, Gdolador, der größte Rabbiner, Rabbi Yosha ben Levi zu seiner Zeit. Er kommt zu ihm hin, er zieht ihm vom Mantel, wo der Rabbi, ich möchte Ihnen was sagen, bitte, ich habe etwas Ihnen zu sagen. Sag, na, bitte kommen Sie raus. Rabbi Yosha ben Levi geht mit ihm raus. Nur was ist? Kommen Sie mit. Und er geht mit ihm hin, 3 Kilometer. Der große Rabbiner mit einem kleinen Kind. 3 Kilometer geht er mit ihm hin, geht in eine Höhle rein und zeigt ihm diese Edelsteine und es wurde Licht, dass die ganze Stadt hat geleuchtet, so als ob es Tag wäre. Nicht Rabbi Yosha ben Levi, einer von uns jetzt. Stell dir vor, du bist im Büro irgendwo, beschäftigst dich mit irgendetwas, kommt ein kleines Kind zu dir und sagt dir, Rebbe, komm kurz raus. Ich hätte gesagt, was willst du, sag jetzt. Aber nein, er geht mit ihm raus. Sag schnell, ich habe keine Zeit. Okay, du gehst raus. Was willst du? Ich habe keine Zeit, bitte lass mich in Ruhe, ich muss weiterarbeiten und auf Wiedersehen. Rabbi Yosha ben Levi, wer hätte das für uns gemacht? Kleiner Kind, er geht mit ihm 3 Kilometer, er muss ihm was sagen. 3 Kilometer geht er mit ihm hin. Warum? Bescheidenheit. Bescheidenheit. Bescheiden jetzt genau. Was genau ist Bescheidenheit? Bescheidenheit über Moshe Rabbeinu steht geschrieben, er ist der bescheidenste Mensch auf Erden. Ja? Fragt er mir hier eine Frage. Bescheidenheit normalerweise ist jemand, der sich immer an der Seite hält, sich niemals einmischt in Sachen, die ihn nicht angehen. Zum Beispiel, nehmen wir an, in einer Synagoge gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Normalerweise gibt es so etwas nicht. Ja? Aber nehmen wir an, es gibt eine Meinungsverschiedenheit. Man will irgendeinen Chazan, der eine sagt das, der andere sagt das. Bescheiden ist jemand, der auf der Seite sitzt und sich nicht einmischt. Wer bin ich, dass ich meine Meinung äußere? Sitzt auf der Seite. Jetzt. Moshe Rabbeinu. Steht über Moshe Rabbeinu. Er war jemand, der seinen Geschwistern in Ägypten mitgeholfen hat. Er war der Sohn vom König, vom Paro. Nicht der Sohn, aber bei ihm aufgewachsen. Er kommt als Prinz von Ägypten, er kommt und hilft seinen Geschwistern, Sachen aufzuheben, zu bauen. Plötzlich, er sieht, ein Ägypter schlägt einen Juden. Bescheiden, was macht er?
Wer bin ich? Was bin ich? Geht auf die Seite und macht gar nichts. Plötzlich Moshe Rabbeinu kommt, Vayifen kol vachom, Vayachet ha-Mitzri. Tötet diesen Ägypter. Wo ist seine Bescheidenheit? Ein Tag später sieht er zwei Juden kämpfen miteinander. Und wieder Moshe Rabbeinu, Vayomer la Rasha, lama takerecha, ey, was schlägst du ihm? Moshe Rabbeinu, was mischst du dich da ein? Nicht nur das, geht noch weiter. Er kommt, er flüchtet nach Midian. In Midian, er sieht dort Midianim, die haben dort einige Midianiten, dort war auch eine Schlägerei dort. Und er rettet die Töchter von Jitro. Moshe Rabbeinu, überall, wo es Schläge gibt, überall bist du. Wo ist deine Bescheidenheit? Und auch dort, er rettet sie. Bei Korach steht geschrieben, sagt Moshe Rabbeinu, Surona me'al ha'ole anashim ha'resha'im ha'ele. Haltet euch fern von diesen bösen, schlechten Menschen über Korach. Moshe Rabbeinu, wo ist deine Bescheidenheit? Du redest so aggressiv. Bescheiden ist normalerweise genau das Gegenteil von dem. Wie kamtem tachat avotachem anashim Tarbut Anashim Chataim, ihr seid schlecht aufgewachsen. Er redet sehr oft in attackiert Moshe Rabbeinu. Wo ist deine Bescheidenheit, Moshe Rabbeinu? Und noch, steht geschrieben, im Talmud zur Seite 49. Mishemet Rebbe Batla Anava, seitdem Rebbe Yehuda Anasi gestorben ist, gibt es keine Bescheidenheit mehr. Was war Rebbe, was war seine Bescheidenheit? Er, kurz bevor er stirbt, Talmud Chubot, Seite 103, er ruft seine Kinder und spricht in sein Testament. Was sagt er seinem Sohn? Bni, Neog Nesiutcha Baramim. Du bist jetzt ein Fürst, du musst streng sein und Zrok Maraba Talmidim. Du mach die Schüler fertig sozusagen. Ja, sei ernst, sei streng mit denen. Und wo ist deine Bescheidenheit? Wo ist Mishemet Rebbe Batla Anava? Sondern steht geschrieben, dass eine Bescheidenheit ist erst deine Bescheidenheit, wenn du weißt, wann sie zu nutzen ist. Es gibt eine falsche Bescheidenheit, eine Anava Psula. Manchmal sagt man dir, du, komm, sei ein Vorbeter. Nee, wer bin ich, was bin ich? Sei ein Vorbeter. Oder komm, du bist jetzt am Schabbat mit deiner Familie. Man sagt dir, bravo, sag die Vret oder irgendwas. Was hast du gehört im Schuh? Nee, mit Schämen. Warum? Das ist eine falsche Bescheidenheit. Anava Psula, nein, du, ja, ich habe gelernt und machst die Retora dort oder irgendwo, wo man was sagen muss. Irgendwo, wo es um Gottes Ehre ist, da musst du dich einmischen. Da musst du reden. Und überhaupt, Mara sagt im Talmud und in Darim, Seite 38, Amar Rabbi Yochanan, Ena Kadosh Baruch Hu Mashre Shechinato Ela, die Prophezeiung kommt al Gibor, Ashir, Vechacham, Ve'anav. Jemand, der stark ist, jemand, der weise ist, jemand, der reich ist und jemand, der bescheiden ist. Ich glaube, die Bescheidenheit hat in diesen drei Sachen nichts verloren. Gescheit, stark und reich. Nur ganz im Gegenteil. Du kannst nur bescheiden sein, wenn du diese Sachen hast. Wenn jemand ein Waschlappen ist. Wenn jemand kein Geld, leere Taschen. Wenn jemand keine Weisheit hat. Wenn jemand schaut aus wie was weiß ich was. Und er sagt, ich bin bescheiden. Das ist keine Bescheidenheit, das ist Fakt. Womit willst du angeben? Aber wenn jemand Geld hat, wenn jemand die Weisheit hat, Reichtum hat, und trotzdem ist bescheiden. Oh, das ist die wahre Bescheidenheit. Das heißt, du sollst reich sein, du sollst gescheit sein, du sollst schön sein, hübsch sein, alles. Und mit dem, was du hast, sollst du bescheiden sein. Aber auch wissen, wann diese Bescheidenheit zu benutzen. Weil alle, die bescheiden waren, Moshe Rabbeinu, er war reich, er war gescheit, er war, alles hat er gehabt.
Avraham Avinu. Avraham Avinu hat sich selbst war noch Afarma Efer. Ich bin so wie Staub und Asche. Wann hat er das gesagt? Als er von Haran weggegangen ist und auf dem Weg war und wirklich arm war? Oder hat er das gesagt, als er reich war? Er hat das gesagt, als er reich war. Avraham Avinu. Er hat was in der Hand gehabt, um damit anzugeben, aber hat gesagt, wer noch hier erfahren will, ich bin nichts wert, ich bin Staub und Asche. Avraham Avinu. David Amelech war noch hier tolat, weil ich bin so wie ein Wurm, nichts wert. Auch da, wann hat er das gesagt, David Amelech? Als er im Höhepunkt war. Und ich mache Schluss jetzt mit einem kurzen Sache über David Amelech. Ich habe geschrieben über David Amelech. Talmud Chulin, Seite 89. Damit machen wir Schluss für heute. Lo merubchem mikolayim chashakach shem bachem. Nicht weil ihr viele seid, hat Gott euch auserwählt. Hat Gott zu Am Israel gesagt. Sondern, ich habe euch gern, denn sogar zur Zeit, wo ich euch Gdula, wo ich was Großes euch gebe, sogar zu dem Zeitpunkt erniedrigt sie euch selbst. Zum Beispiel, ich habe Avraham Avinu gegeben, Reichtum und alles. Was sagt er? Ich bin Staub und Asche. Moshe Rabbeinu, was sagt er? Benach Numa. David Amelech, Banuchitolad Eloish. Aber die Götzendiener, genau das Gegenteil. Immer wenn sie groß wurden, haben sie nur Blödsinn gemacht. Und bei David Amelech, Hashem loga valibi, Gott, mein Herz ist nicht auferstiegen, wann? Beshashe meshachani Shmuel Melech, als Shmuel, der König Shmuel, mich zum König, der Prophet Shmuel, als er mich zum König ernannt hat, hat mein Herz, war nicht hochmütig. Ah, jetzt seht ihr, wer ich bin. Oder, velora moenai, als David Melech den Goliath getötet hat, auch da war er bescheiden. Ich habe nur meine Pflicht getan. Und als er wieder zurückgekommen ist zu seinem Thron, auch da, David Melech ist geblieben, derselbe David Melech. Obwohl er viele Gründe gehabt hat, hochmütig zu sein und sich anzugeben, ich bin. Und, nein, David Melech auch zu den Zeiten, David Melech, Moshe Rabbeinu, jeder von den ganz, ganz Großen, die Bescheidenheit, die waren bescheiden, obwohl sie den all das Gute bei sich gehabt haben, obwohl sie einen Grund gehabt hätten können, anzugeben. Trotzdem waren sie bescheiden, aber sie wussten auch, wann diese Bescheidenheit zu nutzen und wann nicht. Und Gott soll uns jedem die Bescheidenheit geben und schauen, dass wir die Bescheidenheit immer rechtzeitig nutzen, aber auch, dass er uns auch gibt, die Sachen, damit wir auch wirklich mit dem auch bescheiden sein werden. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.